Prost und hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Stammtischs hier bei Games und Gerstensaft. Erstmal Prost, Dominik. Zum Wohl. Herzlich willkommen. Ihr wisst ja, das ist unsere kleine Laber-Diskussionsgruppe, die wir hier aufgemacht haben. Und heute soll es um ein Thema gehen, was in die Zukunft schon ein bisschen vorgreift sozusagen, denn in knapp einem Monat erscheint ein ganz bestimmtes Spiel, Dominik. Genau, und zwar ist es Barbies Ponyhof 5. Ah, nee, warte mal. Nee. GTA 5, natürlich, selbstverständlich. Genau, GTA 5 erscheint in, wenn ihr den Stammtisch jetzt hier seht, ich glaube in knapp einem, ein bisschen weniger als einem Monat, am 17. September ja, kommt stimmt. Es in die Läden. Ja. Und wir sind beide ganz heiß drauf, weil wir große Freunde der GTA-Serie sind und genau darum soll es gehen, nicht um GTA 5, da werden wir zum Schluss vielleicht ein bisschen spekulieren. Das stimmt, aber allgemein um die Serie an sich, die GTA-Serie, wie fing es an, was kam dann alles wie dazu, wie sind unsere persönlichen Erfahrungen Richtig. Mit der Serie? Wie man es in der Schule früher gesagt hätte, man hätte das als Aufsatz formuliert, GTA im Wandel der Zeiten. Oh, das ist sehr schön. Ja, gibt's ja immer. Egal was, wenn du im Wandel der Zeiten dahinter packst. Das ist ein Aufsatzthema. War das ein Aufsatzthema und so eine Retrospektive sozusagen. Genau, und da wollen wir auch ohne weitere Umschweife ganz vorne anfangen bei diesem, ja, das praktisch auch das Genre des Open World Sandbox Games so ein bisschen auch definiert hat. Ein ja. bisschen mit. Also vorher sind mir jetzt nur wenige Open World Spiele bekannt, die so viel Freiheit boten. Also ich muss dazu sagen, das war Das allererste GTA? Nicht das allererste, aber generell GTA, also GTA 1 und GTA 2 habe ich zu einer Zeit entdeckt, da war ich selbst gerade so am Anfang meiner Computerspieler-Karriere. Ja. Aber ich hatte quasi das GTA 2 schon gespielt bei meinem Cousin damals, glaube ich, war's. Und fand das total begeistert, habe das total begeistert aufgenommen und habe dann gedacht, da hole ich mir auch mal GTA 1. Und GTA 1 war tatsächlich mein allererstes Computerspiel, was ich mir von meinen eigenen Kröten damals geholt habe. Damals, glaube ich, noch Mark. Ja, ja. Natürlich. Damals war... War Mark. Da sieht man auch wieder mal, wie alt wir sind. Das ist... Wie alt das Spiel ist, meinst du? Ja, wie alt das Spiel ist, genau. Wir sind ja noch älter. Stimmt, wir sind älter als GTA 1, denn das gab... Ich habe mir wieder so eine schöne Liste gemacht. Wir haben uns diesmal wirklich richtig gut vorbereitet, liebe Freunde. Das ist so ein halber Hausaufsatz hier, was ich hier geschrieben habe. GTA 1 kam 1997 raus. Das stimmt. Damals noch von... Nicht Rockstar, also beziehungsweise wurde daraus später dann... Rockstar North. Genau, und aus Schottland übrigens. Das habe ich nicht gewusst, dass Rockstar North ein schottisches Entwicklerstudio ist. Dass die praktisch... Also weil Rockstar eigentlich ja in New York seinen Hauptsitz hat, wusste ich nicht, dass die aus Schottland kommen, Rockstar North, sozusagen. Damals hießen sie ja noch DMA. Genau. Irgendwas mit D danach noch. DMA Design. Die DMA Design hießen ja. Die, genau. Wurde aber schon von Take-Two, glaube ich, schon gepublished damals. Ja. Also erschien 1997, war ganz besonders aufgrund auch seiner Perspektive, wie man gespielt hat. Genau, die Vogelperspektive damals noch, also das erste war ja noch komplett in 2D. Komplett in 2D, von oben drauf. Und dann hat man da so einen kleinen Manikiken da gesteuert. Was erstmal gewöhnungsbedürftig war. Ja. Wenn du da vorher, also vorher hat es sehr viel diese Side-Scroller. Ja. Oder beziehungsweise zu der Zeit, glaube ich, ja auch schon 3D logischerweise. Also das war erstmal gewöhnungsbedürftig. Aber war natürlich klar, weil so eine große offene Stadt darzustellen, das in 3D hätte kein Rechner geschafft zu modellieren, wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Das hat man ja auch schon gesehen am Silent Hill Spiel, wo sie dann ja den Nebel einbauen mussten, der ja dann ikonisch wurde für die Serie, aber ja. Den haben sie eingebaut, weil die PlayStation 1 damals diese Rechenleistung halt nicht bringen konnte, das alles schön zu rendern. Und deshalb hat man sich bei GTA 1 dafür für die Draufsicht entschieden, war, wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber war dann recht geil. Für Kinder ideal, die gewöhnen sich ja ganz schnell an sowas. Auch ich damals, ich hatte damit überhaupt keine Probleme eigentlich. Obwohl man sagen muss, dass der Gewaltgrad damals trotzdem schon relativ hoch war. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, was die GTA-Serie damals auch schon ausgezeichnet hatte, war halt diese überzeichnete Welt. Also es war jetzt keine Grafik, keine Gewaltdarstellung oder so im Sinne von, oh guck mal, wie realistisch wir die Leute töten können, sondern das war ja immer eher so eine Art Satire, als Satire gemeint, so bis heute. Besonders fand ich damals das System an sich, was dahinter steckte, dieses Respektsystem. Das stimmt. Das hat man dann in dem zweiten Teil auch nochmal deutlich ausgebaut, genau. Dass es dann die ganz verschiedenen Gangs gab und den verschiedenen Stadtvierteln. Im ersten Teil war es halt wirklich so, man hat Aufträge erfüllt, die hat man per Textnachrichten erhalten aus dem Spiel heraus und dann muss man die Aufträge erfüllen,
Und dafür hat man Punkte gekriegt und ab einer bestimmten Punktzahl wurden die nächsten Aufträge freigeschaltet. Genau. Also es war jetzt keine durchgehende Handlung, Und im sozusagen. ersten Teil war es auch noch nicht so, dass sich das Verhalten der einzelnen Gangs beeinflusst hätten. Also im zweiten Teil wurde es dann ja eher schon so, dass wenn du bei der einen Gang total unten durch warst, weil du für die Konkurrenz quasi immer Aufträge gemacht hast, haben die dich auch Genau. angegriffen, wenn du da in den Vierteln Genau, das, unterwegs also, warst. wenn man zurückblickt, sieht man auch, wie sich die Reihe dann Wie das sich kontinuierlich immer, langsam also man entwickelt hat hat. in jedem Teil immer so zwei, drei Versatzstücke dazugepackt, dann hat man Ja. gesehen, ob die gut angenommen wurden oder nicht, und dann hat man sie entweder im nächsten Teil wiederverwendet oder komplett verworfen. Das sieht man gut im Übergang von Grand Theft Auto zu Grand Theft Auto 2, also GTA 2, hat man nämlich ein Add-on reingepackt für GTA 1, nämlich London Stimmt, 1969. London 1969. Dann gab es sogar dafür nochmal ein Add-on, Richtig. kostenlos, London 1961. Das ist richtig. Und das ist das Lustige, das ist das einzige Spiel der Serie, das in einer realen Stadt spielt. Weil man muss ja dazu sagen, im ersten Teil wurden ja schon die ganzen Städte eingeführt. Also da gab es Los Santos, Liberty City und Vice City. Das waren Ja. schon die Städte, die im ersten Teil vorkamen. Oh, das wusste ich Sozusagen, die nicht, waren auf jeden natürlich Fall. relativ klein, Ja, das logischerweise, wusste ich aber schon. die wurden schon da Ja. eingeführt sozusagen. Sie war halt nicht den real, waren natürlich realen Vorbildern nachempfunden, also Los Santos, Los Angeles, Vice City, Miami und Liberty City ist New York. Also sind so die Vorbilder gewesen. Und London war, wie gesagt, die einzige real existierende Stadt, wo man Dann gab es ja aber damals auch noch viele, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, bei 2 und 1 gab es, glaube ich, auch schon Mods, die Ja, klar, logisch. Gab es ja verschiedene, auch für den PC. Für den PC gibt es immer Mods verschiedene sozusagen. Welten dann noch Richtig, nachgefügt den haben, man also dann verschiedene andere praktisch Städte. das, was ja heute immer noch ist mit den Mods, mit der Mod-Szene für GTA. Ja. GTA 2 hat dann wieder, und das ist das, was ich sagen wollte mit diesen Versatzstücken, hat diese Gang-Respekt weiter ausgebaut, hat sich aber komplett erstmal wieder davon verabschiedet, real existierende Orte zu nehmen. Also, das ist der einzige Teil, der nicht in Liberty City, Los Santos oder Vice City spielt, sondern in einem komplett fiktiven Ort, wo es nur drei Districts gibt, Ja. nämlich den war Downtown, Industrial und das dritte, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das waren irgendwie, das war so ein bisschen nicht Nobelviertel, aber wo halt, sag ich mal, ich glaube, das hieß Residential District, also wo mehr so, Das kann sein. wo so Leute gewohnt haben. Und damals gab es, wie gesagt, dieses Gang-System, was sie dann, also dieses Respektsystem, was sie noch mehr, wie du schon gesagt hast, ausgebaut haben. Weil du für die eine Gang Aufträge erfüllt hast, hast du eine bestimmte Punktzahl oder einen bestimmten Level bei denen Ja, erreicht. und bist bei den anderen Bist bei den dafür anderen gesunken, du runtergesunken. musstest das versuchen, irgendwie immer in der Waage zu halten, aber du musstest auch bei jeder Gang, musstest du ein bestimmtes Level erreichen, um neue Aufträge zu bekommen. Und wenn du genug Geld gesammelt hast, hast du dann einen neuen District freischalten Genau, wenn du, können. genau, dann hat man einen neuen District. Und was man ja auch sagen muss, im ersten Teil konnte man nicht frei speichern. Das stimmt. Da gab es im zweiten Teil dafür dann die Kirche, wo du immer zur Kirche gehen Und musstest für Geld, und gegen Geld speichern gegen Geld konntest. Das speichern stimmt. musstest, das war von der Sache her ein bisschen, dann neu, haben sie immer wieder neue Features, wie gesagt, eingeführt. Richtig, richtig gut fand ich natürlich die einzelnen Gangs, also weil die sich sehr voneinander unterschieden haben. Also du hattest, unter anderem kann ich mir erinnern, gesagt, die Hare Krishna, die Ja, waren total da geht jetzt zwei dann. abgespaced, bei GTA 2, genau, die waren Ja, total war das abgespaced. die mit der Wurstfabrik? Dann hast du die Scientists, irgendwelche Wissenschaftler, die waren immer total topmodern. Die wussten auch immer genau, was die anderen Gangs gerade vorhaben, weil die ja diese ganze Überwachungstechnik hatten. Dann gab es die Rednecks, Yakuza gab die es ja, na auch. klar, die, also die, es gibt auch bestimmte Sachen, die haben sie wirklich bis zum heutigen Ja. Tag. Also die Yakuza und die Triaden, russische Mafia, genau dasselbe. Stimmt, die Klar, russische. auch basierend auf den heute immer noch Ja. existierenden Untergrundstrukturen, sage ich mal, organisierte Kriminalität. War auch ganz lustig, wie die russische Mafia damals so klischeebehaftet, das waren immer die, die auf Autos aus waren und die teuren Autos auch ins Ausland verkauft haben. So wie es ja, muss man ja sagen, ist ja Nicht heute anders. nicht anders sozusagen. Genau, und dazu ist auch das erste und einzige Spiel, apropos Autos, wo du deine Autos mit Waffen ausstatten konntest. Stimmt, ja. Das war Also, dann bei GTA 3 natürlich nicht mehr der genau, Fall. so umlackieren ging noch und diese Autobomben, also sprich Autos, ein Auto mit einer Bombe präparieren, das dann in die Luft fliegt Ja, sozusagen, das ging immer noch in GTA 3. Aber in GTA 2 konntest du, glaube ich, Maschinengewehre, Flammenwerfer, Minen. Was, stimmt. und das ist ja was, was ich meine. Also sie haben ein Versatzstück genommen, eingebaut und dann haben sie gesagt, ey, kam nicht so gut geil an. Ich fand das lustig immer. Mit den Ja, Maschinengewehren aber vorne aus den Scheinwerfern raus. das stimmt. Also wie bei James Bond halt. So, aber ich glaube, das ist das, was ich. Die haben das immer so zum Experimentieren ein bisschen genommen und dann
gesagt, ey, packen wir das in den nächsten Teil rein oder packen wir es nicht in den nächsten Teil rein. Ja. Der nächste Teil Die war Autobomben dann, haben sich ja dann auch im dritten Teil genau, wieder erledigt gehabt. Also nach dem dritten Teil. Nach dem dritten Teil gab es sie dann wieder Gab auch es sie nicht auch nicht mehr. mehr, weil Genau. hat auch keinen so richtigen Sinn gemacht Also damals. außer für eine Für Mission, eine einzige eine Mission, oder genau. höchstens zwei, glaube ich. Ich kann, Also aber ich ich glaube, weiß auch eine noch kann ich mich dran die, erinnern. wo der in das Restaurant da oben Genau. gegangen ist, Da hat sich, da im Hintergrund. musstest du die eine einbauen. Ich habe auch sonst keine in mein Funktionen, Auto ja. eingebaut oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, nee, nee. Es gibt bestimmt Leute, die dann ganz tolle Strategien damit dann entwickelt haben, sind dann damit, keine Ahnung, mit dem Auto in den Gegner reingebrettert, haben, sind ausgestiegen, weggerannt und haben die Bombe gezündet. Das kann natürlich sein, weiß ich Weiß ich nicht. nicht. Aber also ich persönlich oder wir persönlich haben es nicht gemacht. Wo wir auch schon beim dritten Teil sind, der Genau. erschien 2001. Genau, musste verschoben werden. Richtig, ne, aufgrund der, sollte im September erst erscheinen. Ja, aber Und dann, dann was war da kam ja was noch? dazwischen im September 2001. Ja, also wegen der Anschläge des 11. September muss das halt verschoben werden. Sie haben ein paar Änderungen gemacht. Also es wurde ein Charakter entfernt, der wohl sehr arabisch angehaucht war, der noch in der Spielanleitung noch enthalten war, in der gedruckten. Also da war er noch aufgeführt. Okay. Aber im fertigen Spiel nicht mehr drin war. Und halt die Farben wurden geändert. Von blau-weiß, weil die zu sehr an das New Yorker Police Department Ah, okay. erinnert haben, in schwarz-weiß. Ja. Also, was mich persönlich jetzt auch nicht gestört hat. Also, ansonsten, klar, denn Zensur gab es immer in der Reihe. Also, kommen wir auch noch Gerade. dazu, zu den kuriosesten Sachen kommen wir dann später. Aber bei GTA 3 war ganz kurios, in der australischen Version gab es diese Prostituierten. Sex mit Prostituierten nicht mehr. Also, wer sich noch Damals erinnern konnte man kann. ja noch mit dem Auto an den Straßenrand fahren, wo diese Dirnen standen und anhalten und dann sind die zu einem Wagen und dann hat der Wagen lustig gewackelt und dann. Man musste aber erst an einen abgelegenen Ort fahren. Man Ach musste ja, erst genau, stimmt, man musste erst irgendwo irgendwo in eine ganz hinfahren. einsame Straße oder irgendwo in einen Park fahren und dann hat das Auto angefangen zu wackeln und dann war deine Lebensenergie wieder ganz oben. Naja, wie das so ist. Wie das so ist, ja, da war dir wieder voll die Lebensenergie und die ist ausgestiegen und das gab es in der australischen Version nicht. Auch die deutsche Version ist geschnitten. Ja, Da konnte stimmt. man, gab es keine Körperteile Blutspuren. konnte man nicht abhacken. Genau, es gab keine Blutspuren Und und du man. durftest nicht auf Leute eintreten, die schon am Boden Genau, lagen. und die haben auch kein Geld. Also wenn du unschuldige Ja, stimmt, die haben auch kein Geld Passanten fallen getötet lassen. hast, haben die auch kein Geld fallen lassen, was du Ja. dann einsammeln konntest. Muss ich auch sagen, vom Design her fand ich GTA 3 natürlich einen großen Sprung nach vorne, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt. GTA 3 war der erste Der Teil erste Teil, der in 3D komplett komplett war, mit in 3D. über Third Person, wie es jetzt Wie es jetzt ist. eigentlich Standard ist. Genau. Und ich weiß noch damals, als ich damals noch ein Spielemagazin abonniert hatte, ich weiß noch nicht, ob ich den Namen nennen darf. Warum nicht? Ja, ist egal. Ich habe damals noch die GameStar abonniert. Damals. Da, Und wirklich damals, ja. hab die ersten Screenshots von GTA 3 da drin gesehen und ich bin fast im Viereck gesprungen, wie geil das war, Das dass stimmt. dieses krasse Spiel in 3D sein wird und was ich mir alles ausgemalt habe, wie Richtig. das dann Und werden wird. ich muss auch sagen, das hat nicht meinen PC, sondern meine PC-Kenntnisse am Anfang erstmal überfordert, weil ich hatte damals einen PC relativ neu. Und da war eine Grafikkarte eingebaut, damals noch GeForce 4. Also, ist ja auch schon wieder ewig her. GeForce 4 MX. Und da war ich sehr stolz drauf, weil die war angeblich eine total tolle Grafikkarte. Aber Ja? MX heißt doch immer Scheiße eigentlich. Richtig. Habe ich dann auch gemerkt. Ich Damals hatte auch eine war MX irgendwann MX gehabt. scheiße. Und ich hatte sogar die MX 460. Ja. So. Und da habe ich gedacht, wie scheiße sieht das aus? Also erstens hat es geruckelt in der Zwischensequenz GTA und es gab so einen fiesen Doppler-Effekt bei mir am Computer. Ja. Also sprich, die Modelle waren doppelt. Also es hatte so einen Schatten, Ja, okay. Also, als ja. ob man doppelt gesehen hat Ja. sozusagen. Und da habe ich gedacht, scheiße, woran kann das liegen? Ist mein Rechner zu schwach? Und dann habe ich aber geguckt, nee, mein Rechner ist eigentlich stark genug dafür. Aber die Grafikkarte hat diese 3D-Welt nicht gepackt. Dann habe ich mir extra, das muss ich mal überlegen, für GTA 3 eine GeForce 4 Ti 4400 gekauft. Damals, glaube ich, für 300 Mark noch. Ei, Und hab die und dann, keine Probleme, dann lief es ruckelfrei, lässig und ich konnte auf höchsten Einstellungen spielen. ja, Es stimmt. war einfach richtig, richtig toll, weil auch als erstes Mal eine Story erzählt wurde. Das stimmt, das gab es ja vorher nur so Fetzen Richtig, von ja, Aufträgen, die richtig. aneinandergereiht wurden und diesmal halt eine Richtig durchgängig, man war ein durchgängige Story. Namen, bis dahin noch ein namenloser Held. In San Andreas hat man dann, glaube Den Namen ich, erfahren, ja. genau. Und er hat kein Wort gesprochen, also man war auch stumm. Man war der Gordon Freeman der GTA-Serie. Und
Das war so eine Story, ja, wie soll man sagen, also man war selbst Bankräuber am Anfang, hat man einen Geldtransport und den Bank überfallen, wurde von seiner damaligen Freundin noch, muss man überlegen, tolles Pärchen, so Bonnie und Clyde mäßig, ja. Schatz, was machen wir heute? Ach, überfallen wir doch eine Bank. Wurde man verraten, man kam in den Knast, dann ist man irgendwie ausgebrochen, also der Gefängnistransporter wurde irgendwie überfallen, dann ist man ausgebrochen, dann hat man natürlich Rache geschworen und sich dann, wie in jedem GTA, muss man ja auch dazu sagen, vom kleinen Von ganz Handlanger, unten bis ganz ganz hoch. oben Ja. hochgearbeitet und zum Schluss dann auch seine Ex-Freundin dann auch umgebracht, man hat einen Hubschrauber abgeschossen, kann ich mich noch dran erinnern. Das war an dem Staudamm, in dem Level, wenn ich dran erinnern kannst. Das war an dem Staudamm, fand ich total super und man hat natürlich dann die Love Interest gehabt, also Maria hieß die, glaube ich, das war von dieser Italiener-Familie. Und also die man am Anfang hatte, Ja. diese Leone-Familie, ja klar, alle Mafia-Familien heißen Leone, ist ja klar. Oder so, hatte man dann sich die Braut des Dons sozusagen, hatte man sich angelacht und die hat man dann auch zum Schluss befreit. Fand ich total super. Und eine Mission kann ich mich noch ganz dran erinnern, es war ganz zum Schluss, man musste sie freikaufen, also für die letzte Mission. 500.000 Dollar musste man da zusammen suchen oder so. Und Ja. da habe ich ewig gebraucht, bis ich dann im Internet, muss man dazu sagen, damals noch 256K wurde in diese Zeiten, Internet geguckt habe oder ich glaube, nee, in der Zeitung gelesen habe. Auch irgendwie, wie man diese Sachen ganz schnell kriegt. Diese 500, das Ja. kann ich mich daran erinnern. Das war, ich habe da ewig Leute abgeschossen, so böse, da dass die Geld fallen lassen. Ich habe alle möglichen Nebenaufträge gemacht, muss man dazu sagen. Das ist ja das, was GTA immer noch Das auszeichnet. ist ganz viele Nebenmissionen neben dem Was man Hauptstrang alles gibt. machen Und es wird konnte. ja nicht weniger. Jetzt in den anderen Teilen, Nee. die danach kommen, nach Richtig. GTA Am 3 wird es ja Anfang immer konnte mehr. man noch relativ wenig machen. Also man konnte selbst schon in den ersten beiden, in den 2D-Sachen, konnte man Taxi fahren. Stimmt, bei GTA 2, glaube ich, Genau, konnte man konnte Taxi man fahren. Taxi fahren dann. Bei GTA 3, was konnte man da machen? Da konnte man Taxi fahren, Du ja? kannst Krankenwagenmissionen Ach ja, machen stimmt. und Polizeiwagenmissionen, also Verbrecher jagen, glaube ich. Stimmt. Hast du auch Feuerwehr? Ich weiß gar nicht, ob das Feuerwehr hat. Ja, nein, ja. Ich kann mich daran erinnern, da mit dem Feuerwehrwagen rumgefahren zu sein und da musste man, glaube ich, auch Brände löschen oder sowas in der Art. Kann das sein? Oder Das, war das doch, doch, jetzt, doch, 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 oder doch, war doch, das der das, doch, 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 das ging. Das Feuerwehrsimulator? ging, das ging. Doch, ja, das ging. Also Ja, ne? Feuerwehr kann ich mich dran erinnern, das ging auch. Große Faszination von mir war natürlich immer klar, das Rumlaufen und machen können, was man will, sozusagen. Also man Ja. musste nicht diese Story-Mission machen, Ja. sondern man konnte allen möglichen Scheiß anstellen. Was ich immer gern gemacht habe, war Autos geklaut, auf eine Kreuzung gestellt. Ganz viel, dann kamen natürlich die anderen NPC-Autos, haben dann gehalten. Und dann habe ich ein Auto mit dem Raketenwerfer abgeschossen Stimmt, und und dann dann sind alle in die Luft geflogen. ja, Ja, das ist dann das gab es die Kettenreaktion. Mayhem. Das gab es übrigens auch, das war auch geschnitten in der deutschen Version. Es gab nicht Amoklaufmission, diese ne? Amoklaufmission, wo man ganz viele Gangmitglieder in einer bestimmten Zeit umbringen musste. Ja. Das wurde auch geschnitten aus der deutschen Version. Klar, was ich auch immer dann toll fand, gab es ja dann Mods, es gab ja Blutpatches. Und Stimmt. also Mods war ja Die dann damals Berlin-Mod damals, wo du mit Berlin-Mod. grün-weißen Polizeiautos rumfahren Oh konntest. Gott, Das war toll. das war so. Aber das sieht man mal, was da alles ging. Es ging ja auch, was ja auch nur findige Spieler herausgefunden haben, dass man, eigentlich konnte man in GTA 3 nicht fliegen. Also nicht mit einem, aber es gab ein Flugzeug, den Der Dodo, Dodo, den genau. bekannten Dodo. Und wenn man richtig gut war, hat man den flugtauglich bekommen. Konnte man mit dem sogar ein Ja, bisschen ich fliegen habe im es auch Park. mal probiert, aber Ich habe es auch nie geschafft, muss man das dazu sagen. ist höllisch, diese Maschine. Genau. Und die haben ja auch nichts gebracht. Man hätte die ganze Geschichte von oben ein bisschen gesehen, aber Ja, sonst also auch es ist, und nichts. dann hat man aber erstmal gesehen, und dann ist einem wirklich auch erstmal die Begrenztheit entweder seines eigenen Rechners oder generell der Spielprogrammierung, weil ja wirklich, man hat ja, das war ja keine Texturen, das war ja gar nichts, Ja, das war das halt war einfach, Matsch. das war einfach Matsch, den man dann Farbiger Matsch. von oben gesehen hat. Aber man muss dazu sagen, du hast richtig gesagt, es hat einem erstmal die Schuhe ausgezogen. Als man Ja. den Sprung gesehen hat von dieser 2D-Vogelperspektive. Wie real das damals noch für einen aussah, wenn man sich das heute anguckt, dann denkt man, ach du Ach Scheiße. du Scheiße. Vor allem, was bei Aber mir geil war, damals. ich hatte auch noch einen Grafikfehler, neben den anderen Grafikfehler, dass ich nie wusste, ist das jetzt 16 zu 9 oder 4 zu 3, weil ich hatte immer ein gestauchtes Bild, dass mein Protagonist übelst dick aussah. Und dann habe ich einmal, ich glaube, bei einem guten Kumpel von uns, hat man schon mal erwähnt, lieben Hannes, habe ich GTA 3 gesehen und da war der übelst schmal. Ich dachte, was ist denn mit dir los? Was ist denn mit deinem Bild? Das ist ja übelst gestaucht. Ich sagte, nee, so sieht das normal aus. Scheiße, habe ich dann gedacht, da muss ich bei mir mal was umstellen. Das ist bei mir, der war übelst dick und breit und ich habe gedacht, ja, das ist halt so comichaft, weil das war ja der Grafikstil. Stimmt, sie hatten ja erst überlegt, das in Cell Shading rauszubringen und haben Genau. dann aber gesagt, nee, nicht Cell Shading, Machen aber wir. trotzdem noch Comic-esque. Und eine große Sache, die sie mit GTA 3 eingeführt haben und die jetzt immer weiter ausgebaut wurde, neben den Nebenmissionen, war das Tollste, finde ich, an GTA 3, was mir auch total die Schuhe ausgezogen hat, die Radiosender.
Stimmt. Das zieht sich ja aber auch durch die gesamte GTA-Reihe dann Genau. durch. Das ist so, wie viele Sender gab es da Also am jetzt? Anfang gab es 8 Sender. Ja, mit den verschiedensten Musikstilen Richtig, dann. die waren nach Musikstilen geordnet und einen Talkshow-Sender. Stimmt, Also so ja. ein Talksender, wo sie über ganz viel Blödsinn erzählt haben, die Leute. Und was halt super war bei der PC- und Xbox-Version, konnte man eigene MP3s oder Genau, WMAs stimmt. reinladen und dann hat man seinen eigenen Radiosender gehabt. Und das war Ja, so geil. das stimmt, das war echt cool. Du bist mit dem Auto rumgefahren und hast deine Und das eigene war ja Musik auch gehört. authentisch, ne? Weil du das lief nicht die ganze Zeit hinterher, Richtig. wie wenn du Radio anhast, sondern du bist ins Auto gestiegen und da kam deine Musik Das war so super. Ich habe das auch alles gemacht. Ich bin in ein neues Auto eingestiegen. drin. Erstmal meinen Sender ausgewählt. Ja, das Super. stimmt, ja. Ja? Es waren Damals ging einfach. das ja auch noch, dass man nicht diese richtigen Dateien da rein Richtig. machen, sondern du kannst es Verknüpfung rein Richtig. Ja, machen in den heute müsstest Ordner. du ja Das war wahrscheinlich echte toll. Datei. Aber du könntest Musik. Und es hat alles super funktioniert und es fühlte sich alles sehr rund an. Und Ja. mein persönlicher. Meine wirkliche Erinnerung, weil wir auch schon am Anfang drauf gesprochen haben, so ikonische Mission, war wirklich das mit dieser Autobombe, wo du dann das Auto Ja, das vom stimmt. Parkplatz geklaut hast, von so einem Typen, bist in die Werkstatt gefahren hast. Das war eine Anfangsmission, das war wirklich nicht Das war die viel. bei 8 Ball wahrscheinlich noch. 8-Ball, genau. 8-Ball war natürlich ein Schwarzer, ist ja logisch, mit einer Glatze, klar. Genau. Ein Schwarzer mit Glatze ist natürlich 8-Ball, ist ja klar. Ist logisch. Ist ja Ganz klar. legitim. Ja, das muss man ja auch dazu sagen, da fing es ja auch richtig an mit dieser Realsatire. Also sprich, die haben ja so viele, es gab so viele Popkulturzitate, es gab so viele Anspielungen auf das Amerika der damaligen Zeit. Also Deswegen ist es ja auch oft in Verruf geraten. Nicht nur wegen der ganzen Gewalt, sondern auch, weil es teilweise wohl als rassistisch angesehen richtig, wurde. rassistisch, sexistisch, politisch Sowieso. inkorrekt war es immer. Naja. Also, aber Hat Political ja auch nie den Correctness, Anspruch gehabt, genau, dass es weil politisch das ist korrekt wäre. Satire immer. Ja, Satire ist eben. immer politisch ein bisschen Ja. unkorrekt, muss man dazu sagen. Aber genau, das war eins meiner tollsten Erlebnisse von GTA 3. War aber nicht mein persönlicher Lieblingsteil, obwohl Nein. man sagen muss, dass es bis dato, bis zu dem Zeitpunkt, das bestverkaufteste GTA, der bestverkaufteste GTA-Teil war und sogar das erfolgreichste Videospiel 2001. Oder hat es am meisten von allen Videospielen, war Und das, sogar, obwohl es so spät kam in das 2001. muss man sich mal überlegen, und es war 2002. Lange Zeit auch noch das meistverkaufteste, Ja. bis dann, und da schaffen wir jetzt die super tolle Delling-Überleitung. Sie sind der Experte. Betonung liegt auf Ex. Super. Bis dann 2002 GTA Vice City kam. Genau, GTA Vice City kam 2002, mein persönlicher Lieblingsteil. Ja, anders als viele das wahrscheinlich sehen und den darauffolgenden Teil als ihren Richtig. persönlichen Liebling festgelegt haben, aber Vice City hatte auch viel Schönes. Also, Zum einen auch die Musik, wo wir gerade schon dabei waren, die in den Radiosendern kam, aus den 80ern genau, natürlich. weil es halt in den 80ern gespielt hat. Es Genau, war spielt Mitte der also 80er. die haben es gedacht bei Rockstar, ey, wir haben jetzt so ein Spiel in der Neuzeit, in der aktuellen Zeit angesiedelt gehabt. Wir brauchen mal was richtig so fancy. Ja, Ja, so. Und genau. was haben sie gemacht? Sie haben Scarface, Miami Vice und generell den Charme der 80er einfach mal in einen Topf geschmissen und dann gesagt, so, GTA Vice City ist fertig. Ja. Und fand ich total super. Also dieses generell, also spielt im Jahr 1986, hat wieder eine schöne Handlung und ist natürlich Miami wie aus dem Gesicht Aus dem geschnitten Gesicht geschnitten, damals. ja. Also wie es halt ging, es war dieselbe Grafik-Engine wie bei GTA 3. Aber gab viele Neuerungen. Du konntest zum Beispiel das erste Ja, Mal Motorräder fahren, richtig. dann Boote. Richtig. Wobei Boote hast du vorhin gesagt kurz, Gab das es auch in GTA 3 meiner Meinung nach kann schon. ich mich nicht dran erinnern. Aber weiß ich nicht. Und Flugzeuge. Ein Wasserflugzeug gab es. Richtig. Es gab Flugzeuge, es gab, was ich toll fand, war das erste Mal, man konnte auch in Gebäude rein. Stimmt. Das Und man konnte konnte. Gebäude kaufen. Und man konnte, genau, wo man dann auch speichern konnte und für die man auch Missionen machen konnte dann, Weil also das war quasi wieder, noch Nebenmissionen. muss man ja wieder sagen, das war ja das, was kontinuierlich, wie gesagt, was sich wie so ein Was roter Faden verbessert. durchzieht. GTA 1, keine Speicherorte. GTA 2, An einem an Punkt, einem bestimmten Punkt, gegen Geld. genau, GTA GTA 3, 3 war dann also in jedem Viertel, also in jedem Stadtgebiet hattest du genau. also eine Unterkunft, Genau, und wo du jetzt speichern in GTA konntest. Vice City konntest du dir Gebäude kaufen Genau. und dort Und speichern. dort dann Dort auch waren mit auch speichern. Items immer, Waffen Ja, wurden stimmt. dort gespeichert und so weiter und so fort. Und was auch toll war, man konnte sich die Kleidung wechseln. Ja, das stimmt. Und die haben dann auch den Fahndungslevel runter gedrückt. Genau. Wenn du einen Stern hattest oder zwei, hast du die Kleider gewechselt und hast quasi dann nur noch einen. Und was mir halt persönlich am besten gefallen hat, neben all diesen ganzen Neuerungen, die es dann gab, und Nebenmissionen gab es ja dann auch viel mehr. Man konnte Pizza liefern, zum Beispiel.
Ja, Man konnte stimmt. Pizza liefern, zum Beispiel. Diesen Also, das, Moped da, ne? richtig, das war Das war total, geil. das war total super. Was mir am besten gefallen hat, muss man ja auch dazu sagen, erstmal die Story, weil die Story komplett einfach dem gesagt, ey, wir nehmen Scarface, machen es einfach nochmal neu. Ich meine, das war so offensichtlich. Du hast diese Villa dann zum Schluss, was einfach mal die Villa aus Scarface war. Du hast sogar die Szene zum Schluss, du bist in deinem Haus drin, das war die letzte Mission, glaube ich, die letzte Story-Mission von der Sache her. Du bist in deinem Arbeitszimmer in deiner riesigen Villa und die Leute kommen rein und wollen dich umbringen. Und du stürmst halt raus mit deiner Waffe, ja, wie Al Pacino damals, say hello to my little friend. Ja, und dann bist du halt rausgestürmt. Und die Story war super, du warst Tommy Vercetti, Genau. konntest sprechen. Das muss man ja dazu sagen. Wieder Improvement, sozusagen Verbesserung Ja. zum vorhergehenden Teil. Und du hast halt wirklich wieder dieselbe Story. Du warst ein kleiner Fisch. Und hast dich dann Warst dann am Ende der hochgearbeitet. große Drogenbaron Ja. von Vice City. Es gab wieder Gangs, es gab die Haitianer, die Kubaner, die Biker. Du hattest so eine Möchtegern-Gangster, Möchtegern-Ganoven, die waren nur im Einkaufszentrum. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Die fand ich total super. Die waren im Einkaufszentrum die ganze Zeit und du bist dahin und dann haben die übel Stress gemacht. Weil, jetzt muss man dazu sagen, GTA 3 hat das ja auch weitergeführt, was GTA 2 angefangen hat. Wenn du dich mit einer Gang das verscherzt hattest, haben die sich von da an alle angegriffen, die ganze Ja, Zeit immer. Und das war bei GTA 3 sogar in den Story-Missionen also irgendwann unvermeidlich. Wenn du den Boss aufgrund einer Story dort abgeschossen hattest, also erschossen hattest, haben die dich immer angegriffen. Und das war bei Vice dann City genau war dasselbe. die Kacke am Dampfen, wenn du da mal Richtig. wieder durch musstest bei denen. Das Genau. selber, Und Vice ja. City fand ich auch toll, die Voice Actors, also sprich die Leute vertont haben. Es waren Ja. nämlich Hollywood-Größen, die sich da gleich ins Boot geholt. Da sieht Ja? man auch den Hollywood. gesellschaftlichen oder den, sag ich mal, den Wert, oder den Stellenwert, den dieses Medium dann mittlerweile hatte oder die GTA-Reihe Ja. dann hatte. Du hattest so Leute wie Ray Liotta, von Goodfellas, der auch so eine ähnliche Rolle wie bei Goodfellas vertont hat. Dann hattest du William Fichtner, das ist ein relativ bekannter Schauspieler, der spielt immer so kleinere Nebenrollen, aber ganz markantes Gesicht. Du hattest Sean Penn hat, glaube ich, was gesprochen. Ja, wenn ich mich richtig entsinne, also es waren, also in der, weil du hattest ja immer, und das wird bei GTA hoffentlich immer so bleiben, du hast Englischsprachausgabe und deutsche Untertitel. Ja, Also was anderes macht auch keinen Sinn. du Das hast nie. ist nur ein Faktor, der das dann noch für die Lokalisierung irgendwie zerstören Ja, würde. wenn du, also weil das nehme Wenn ich die dann, nicht stimmt, dann. das Ja. nehme ich dem Spiel einfach dann nicht ab, wenn es auf einmal diese deutsche Lokalisierung, ey, wir dürfen uns nicht beschweren. Es gibt, ne, ist Ja. wie. Deutsche Filme. Ey, Genau, wer sich über also. deutsche Filme beschwert, Leute, ich habe einen polnischen Kinofilm geschaut. Ein Mann kommt rein, schnoss, die Kommt die Frau Frau kommt dazu? rein, genau derselbe Typ, schnoss, die Kinder kommen rein, la 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 la, Papa, 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 der Typ, schnoss, der Hund kommt rein, wow, so, Ja, das also wir stimmt. dürfen uns nicht beschweren, aber GTA lebt von dieser geilen Originalsynchronisation Ja, das und den stimmt. Deutschen und reicht voll und ganz. Auf jeden Fall. Wir sind ja auch solche Menschen, muss man ja auch dazu sagen, wir können Englisch eigentlich relativ gut, von daher, ich stelle die auch meistens ab und spiele das ohne. Also die Untertitel, das ist halt einfach so. Ja. Ich höre das auch so, was die da erzählen, klar, aber die Untertitel sind sehr hilfreich. Ansonsten GTA Vice City, was hast du noch so Ich in habe dazu Erinnerung? eigentlich nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass es. Nee, ich weiß eigentlich gar nichts mehr darüber. Also ich habe das nicht so exzessiv gespielt. Ich habe die Echt? Musik halt gern gehört und bin dann rumgefahren. Ich habe es wahrscheinlich auch durchgespielt, aber da hat sich nicht so viel bei mir eingebrannt. Also gerade diese Scarface-Momente sozusagen. Es gab ja auch dieses Badezimmer in der Villa, was blutverschmiert war, was an die Kettensägen-Szene aus von Scarface erinnert. Fand ich total super. Also da habe ich auch da vorgesessen. Geil, geil, wirklich richtig, richtig fett, dass sie sowas zitiert. Und natürlich, da könnte man einen eigenen Stammtisch mit aufmachen. Die Easter Eggs, die generell schon eingeführt wurden, aber ab dem dritten Teil exzessiv eingeführt werden. Ich erinnere mich bei Vice City speziell an eins, dieses Hotel, was zu einer bestimmten Tageszeit, nachts, also zu bestimmten Zeit am Abend, war es ja dunkel und dann gehen ja die Lichter an. Und die Ja. Lichter bei dem einen Hotel gingen an in Form eines riesigen Penis. Also die Lichter waren in Form eines riesigen Penis, waren dann einfach die Lichter angegangen. Ja, oder bei GTA Vice City gab es auch das Easter Egg, nämlich ein echtes Ei. Du bist auf einem Dach von einem Haus gewesen. Und du bist dann eigentlich, hast gedacht, ey, du springst jetzt gegen die Wand des gegenüberliegenden Hauses, aber nein, du bist durch das Fenster durchgesprungen und warst in einem versteckten Raum, wo einfach ein
ein Ei, ein goldenes Ei auf einem Podest stand, wo halt drauf stand Happy Easter. Also das ja. ist halt einfach super. Also da bin ich auch ganz großer Fan von sowas. Da habe ich auch gesucht, solche Geschichten. Muss man auch dazu ich habe auch einige dann damals halt mir rausgesucht, aber ich wüsste jetzt nicht mehr. Also einprägsamer fand ich da schon den nächsten Teil, und zwar San Andreas. Also den nächsten großen Teil. Man muss den nächsten sagen, großen Teil. Wir vernachlässigen jetzt mal so Teile wie... Also für die Handhelds. Also für die Handhelds, für die PSP, die zwei Sachen. GTA Vice City Stories und GTA Liberty City Stories, sowie für den Game Boy Advance. GTA Auto Advance ja. war wieder 2D, ganz schlechte Steuerung, war der schlechteste Teil von allen, wurde auch nicht von Rockstar entwickelt, sondern von Digital Eclipse, sowas in der Dreh hießen die, war ganz schlecht, deshalb wir mitteln uns von denen, die wirklich den großen Impact hatten auf die ja, Reihe sozusagen. Und die quasi am PC und an der Konsole. Genau, und da wäre halt der nächste Teil GTA San Andreas, 2004 genau. kam der raus. Und den fand ich ja mal so richtig cool, weil sie dann halt so richtig am Anfang als kleiner Ghetto Schwarzer, da mit einem Fahrrad so rumgekust bist. Also Fahrräder erstmal an sich fand ich die richtig gab's, cool. Die gab es, glaube ich, nur in GTA San Andreas. Genau. Also GTA San Andreas, muss man sagen, das war so ein Wendepunkt, wo sie alles, was sich bis dato bewährt hat und noch mehr reingepackt haben und danach dann wieder drastisch reduziert, ja, muss man dazu sagen. Da haben sie erstmal, das war so vollgepumpt. Das war so voll. Du konntest die Sachen ändern, du konntest dich tätowieren lassen, genau. du konntest die Haare schneiden lassen, du kannst deine Autos pimpen, du genau. kannst Mit Lachgas, also du konntest sogar schneller machen. Du kannst das Bodykit irgendwie verändern, genau. du konntest andere Fronten, andere Spoiler und alles sowas. Ja, konntest du machen. Das heißt, du hattest da auch schon total viele Möglichkeiten, dann Geld auf den Kopf zu hauen. Richtig. Du konntest halt, und das ist halt das, was einmalig ist in der GTA-Serie, Charakterwerte. Ja, das stimmt. Du hattest so ein Level-System, wo genau. du bestimmte Fähigkeiten ausbauen konntest, je mehr du sie genutzt hast. Genau, also wenn du ganz viel geschwommen bist, was das erste Mal ging, muss man dazu sagen. Stimmt, das in war GTA das erste Mal, dass man schwimmen kann. Ansonsten, wenn man ins Wasser gefallen ist, und tauchen tot. Sogar. Tauchen ja, haben genau. sie auch wieder verworfen. Genau, nicht. Also es ist halt, das war das vollgepackteste GTA, deshalb fanden es die meisten Leute wahrscheinlich auch besser. Aber ja. ich bin auch so ein Mensch, ich fühle mich von sowas dann immer ein bisschen erschlagen. Ich denke mir, ey, du kannst so viel machen, aber ich habe so vieles auch nicht genutzt, muss man dazu sagen. Also ich habe zum Beispiel, ganz, ganz schlimm, du konntest, glaube ich, Gangmitglieder rufen. Ja, genau, du konntest, du musstest gemacht. Ja auch diese Viertel dann, die hatten diese, auf der Karte so kleine Viertel, da musstest du quasi die Viertel einnehmen Richtig. Und wieder verteidigen, wenn sie wieder angegriffen wurden. Richtig. Was ich aber toll fand an GTA San Andreas war die Story. Du warst Carl Johnson, CJ, und genau. CJ kam zurück in seine Hood, ja, und da wurde erstmal von Officer, dem Bösewicht in dem Spiel, Officer Tenpenny. Tenpenny, genau. Gesprochen von Samuel L. Jackson. Ja, ja? Also, ja, klar. Oh, das weiß ich gar nicht. Samuel L. Jackson, Officer Tenpenny, super Typ, also auch vom Charakterdesign hinterher, hat so einen ähnlichen Charakter, hat er dann in dem Film gespielt, Lakeview Terrace. Hm. Hat er so einen korrupten, bösartigen Cop gespielt, auch wieder, ne, und auch, er sah auch aus wie Samuel Jackson, wie du sie ihn vorstellen würdest im Spiel, also Glatze, ja, so sah Officer Tenpenny aus. Der hat dir erstmal am Anfang einen Mord angehängt ja. und er erstmal gesagt, ey, ich setze dich in deiner alten, verfeindeten Hood setze ich dich erstmal aus und damit musst du erstmal entkommen und dann musst du erstmal in deine Hood zurück und dann hast du versucht die ganze Zeit, ey, Kids, don't do drugs, weißt du, solche, warst du der gute Samariter ja. Und wolltest eigentlich raus aus dem Geschäft, dann hast du eine Autowerkstatt besorgt, sogar ein eigenes Autohaus und dann war die Scheiße wieder am Dampfen und du musst dich wieder mit dem ganzen Scheiß beschäftigen, bis du dann zum Schluss, Spoiler, Officer Tenpenny dann angeschossen hast und der ist dann gestorben an seinen Verletzungen und ich war so wirklich da, als ich das durchgespielt habe, ey, komm, abknallen, weißt du, so den Typen, der hat mein ganzes Leben versaut, weil er mich nicht leiden kann, weil ich ihm ja. irgendwann mal irgendwas getan habe. Fick dich, so, weißt du, Officer Tenpenny, fick dich Samuel Jackson, ich mach dich jetzt platt. Du warst auch, muss man dazu sagen, du warst in diesem, also als du das gespielt hast, warst du in diesem ganzen Hip-Hop-Ding. Ja, ja, das stimmt, du warst von Anfang an bist du quasi so als kleines Ghetto-Kind aufgewachsen da in dem Spiel und das hat es authentisch gemacht, weil du am Anfang auch wirklich nur in deinem Viertel genau. mit dem Fahrrad, also noch nicht so wirklich mobil warst Richtig. Und dann bist du halt da so rum und dann hast du so ganz langsam nur diese riesige Welt, die damals ja auch unverhältnismäßig groß war. Als Vice City. Du da gab es drei Städte, genau. die verbunden waren durch zwei Übergangsgebiete mit insgesamt dort 12 kleinen Dörfchen. Das ja. muss man sich mal überlegen. Ja, das ist echt Wahnsinn. Und überall hast du Aufträge gekriegt. Du ja. hast auch in den kleinen Örtchen Aufträge gekriegt. Überall.
Und du konntest mit Reiseflugzeugen, also richtig, Passagierflugzeugen, konntest du von A nach B. Das war auch das meiste, richtig, was man dort benutzen konnte. Also man konnte Jets benutzen, Hubschrauber, ja, Panzer, was halt auch davor schon ging mit Panzer, aber Jets war ganz neu. Und mein Lieblingsding, Fortbewegungsmittel, war das Jetpack. Du hattest doch ein Jetpack, natürlich. Dann konntest du zu Area 51 fliegen und solche Geschichten. Also aber wirklich, das war wirklich das vollgepackteste GTA ever. Also gerade dieses Level-System war, du hattest Bonuswaffen, die du gekriegt hast, wenn du Hufeisen gesammelt hast, wenn du Austern gesammelt hast, wenn du bestimmte Sehenswürdigkeiten fotografiert hast. Also das war echt krass. Oder was war noch? Du musstest noch Graffiti übersprühen von irgendwelchen Gangs. Ja, Graffiti sprühen musstest du auch. Da hast du auch Bonuswaffen gekriegt. Das war, ich dachte, ey, Alter. Also wirklich, da haben sie sich echt, da haben sie alles reingepackt, was sie so ging, was sie so gesagt haben, ey, das sind die 90er, das ist Hip-Hop, das ist Gangster-Shit. Haben gesagt, ey, das packen wir da rein. Ja. Und was halt auch am allergeilsten fand, was ich auch wieder, es war schon so eine halbe Lebenssimulation dadurch, du konntest verhungern in dem Spiel. Stimmt, du konntest ja auch essen. Du musstest essen, um deinen Lebensbalken aufzufüllen. Wenn du zu viel gegessen hast, wurdest du richtig fett. Das konntest du wieder abtrainieren. Dann musstest du in die Weil wenn du zu fett warst, konntest du nicht Mucki mehr klettern, Hunde, konntest du nicht mehr so hoch springen, nicht mehr so weit laufen. Ja. Was halt sehr realistisch war, das muss man ja dazu sagen. Aber das hat es auch ganz richtig komplex gemacht. So das, was da alles für Systeme im Hintergrund auch gelaufen sind. Weil du hattest ja, wie gesagt, eigene Gangs. Alle haben dich erstmal von Anfang an angegriffen, außer die Triaden und deine eigene Gang. Ja. Logischerweise. Aber weil du, das fand ich auch sehr authentisch, weil du von vornherein haben die dich mit dieser Groove Street Family, wo du da warst, oder Grove Street, glaube ich, hieß das, assoziiert. Und dann haben sie gesagt, ey, das ist ein, you're in my hometown. Und dann hast du die Waffe so gehalten und dann hast du sie abgeknallt. Es war halt einfach, dieses ganze Feeling haben die so gut rübergebracht. Also ich kann verstehen, warum es der beste Teil ist, aber ich persönlich konnte auch mit dieser ganzen Hip-Hop-Sache immer nicht so viel anfangen. Da also, war ich ganz offen für, oder? Also ich dieses, weißt du, weil man musste da zu der damaligen Zeit, was gab's da in Deutschland an Hip-Hop? Fanta 4. 2004, da war gerade hier Torch und Afrop und D-Flame und Fanta 4 war da auch noch, oder? Nee, hatten die glaube ich schon eine Pause. Also das war so Blumentopf und solche Geschichten. Ja. Wir outen uns jetzt ein bisschen als Experten, also ich persönlich. Ich muss dazu sagen, ich habe das damals auch ein bisschen gehört, aber ich hatte auch Baggy Pants und diese ganze Scheiße, ja. Also, klar, Fishbone und so und Vans hier, Vans of the Wall, diese ganz berühmten Schuhe und solche ganzen Geschichten. Ja, und Hoodies und alles sowas. Und dann war das San Andreas nichts für dich? Nein, weil ich dann schon wieder raus war aus dieser Geschichte. Ach so, dann bist du schon. Und dann, und außerdem weißt du, ich war in diese Deutsch-Hip-Hop war ich so drin. Da kam diese obercoole amerikanische, weil damals war ja noch so Gangster-Rap gar nicht in bei uns. Ja. Das war ja eher so ein harmloser, wir battlen uns ein bisschen und ich sage, ey, du bist hässlich und deine Mutter stinkt und solche Geschichten. Aber heute ist ja, ey, wir bringen Politiker um, ja, oder um Aufmerksamkeit zu kriegen. Das muss man dazu sagen, liebe Leute, fallt auf Bushido nicht rein. Also der macht das aus Kalkül, der macht das nicht, weil er was gegen die Grünen hat. Also bestimmt auch, aber also ich weiß es nicht, aber das ist auch sehr viel Marketingkalkül, was dahinter steckt, muss man ja mit dazu sagen. Und ich will nur sagen, Paris Hilton war länger im Knast als Bushido. Stimmt, ja. Oder mittlerweile, weiß ich gar nicht. Ich weiß, war mal eine Zeit lang. Damals war halt Gangster-Rap in Deutschland nicht so angesagt. Deshalb konnte ich mich mit diesem ganzen Ghetto-Gangster, was ja in Amerika immer noch der Fall ist, also es war ja eine reale Abbildung dessen, wie das damals und heute noch ist. Ja, da ist das ja aus den Umständen auch. Richtig. Das war ja wieder dann diese Realsatire-Komponente, also dieser, oder sag ich mal, dieser politische Kommentar, der dahinter steckte. Was man ja immer sagen muss bei GTA, super. Also auf den Punkt auch immer. Auf den Zeitgeist immer richtig geil getroffen. Das musst du ja auch überlegen bei einem Spiel, was so 3 Jahre Entwicklung ist. Ja, dass was trotzdem immer was noch, so riesig ist, wo so viele Leute dran arbeiten, richtig, dass die dann wirklich so eine Kernaussage noch mit hinbekommen. Auf den Punkt richtig auch. Also nicht irgendwie praktisch, das ist, wir, also am Anfang der Entwicklung sagen sie, das wollen wir sagen und nach 2 Jahren ist das schon wieder komplett am Thema vorbei. Ja. Nein, es ist, ist auf den Punkt die Aussagen Korruption, Drogenhandel, wie es halt aussieht. Also gerade an der Westküste und ist es ja am allerschlimmsten. Also Los Angeles, South Central, darfst du dich nicht hinbegeben, wenn du nicht dorthin gehörst, also wenn du nicht dort herkommst. Mhm. Weil die Leute es sehen und dann knallen dich einfach mal ohne Grund ab. Das ist halt einfach so. Also es ist halt ein scheißgefährlicher Ort, wie Detroit. Ja. Also wenn, seitdem Robocop dort nicht mehr arbeitet, ja, ist es in Detroit, geht's in den Bach runter. Ja, ist jetzt pleite, weil Robocop dort nicht mehr für Ordnung sorgt. Ja, aber, stimmt, hat letztens Isabels angemeldet. Richtig, und ja, also GTA San Andreas war das vollgepackteste. Ja. Also es war so, was da alles möglich war an Möglichkeiten, das war halt einfach war vielleicht toll. Wirklich schon ein Ticken zu, aber
Was du damals habe ich das noch nicht erfunden. Eine Sache, die reingepackt wurde, die dann wieder rausgenommen wurde und dann wieder entdeckt wurde, das war ja die große Kontroverse bei San Andreas, die Hot Coffee Mod. Hot Coffee Mod. Du konntest doch Freundinnen haben. Das war das erste Mal übrigens. Ja, stimmt, genau. Du konntest mit denen immer essen gehen und sowas. Genau, du konntest mit denen essen gehen im normalen Spiel, was auf den Markt kam. So, und dann kam eine Mod raus, die Hot Coffee Mod, wo es dann nach dem Essen noch weiterging, wo dann sie gesagt hat, ey, kommst du noch mit auf einen Kaffee? Und alle wissen ja, was das bedeutet. War natürlich Knickknack angesagt. So, und das war ein Minispiel. Dabei waren die Figuren, diese Polygonfiguren, die hässlichen Polygonfiguren, angezogen. Die waren angezogen, da war nicht, du hast nichts gesehen, kein Nippel, kein gar nichts. Hm. Wirklich total züchtig. Das kam in den USA raus, also diese Mod, und alle gingen auf die Barrikaden. Das Spiel war aus den Regalen verbannt, bis ein Patch oder eine neue gepatchte Version rausgebracht wurde. Die den Quellcode dann rausgelöscht Richtig, das, hat. Richtig, ja. Dieses komplett rausgelöscht hat aus dem Spiel. Du konntest GTA San Andreas eine Zeit lang nicht kaufen. Also generell, Zensur war immer ein großes Thema. Zum Beispiel GTA Vice City war in Deutschland ganz kurz indiziert oder nicht erhältlich, weil du, obwohl du die deutsche Version gekauft hast, du hast es einfach auf Englisch installiert und schon hattest du Blut, ja, stimmt, abgetrennte Körperteile und so weiter und so fort. Das haben sie dann auch kurz aus dem Laden, bis dann eine neue Version wieder rauskam. Also da gab es viele Hudeleien. Trotzdem hat sich das verkauft bis zum Get-No, muss man ja dazu sagen, vielleicht auch gerade deswegen. Ja. GTA, die haben sich, mussten sich offiziell entschuldigen beim Kongress in den USA, musste sich Rockstar entschuldigen, dass sie haben es rausgenommen. Nur ein Modder hat es wieder praktisch wiederentdeckt, diese Codezeile oder diese Codezeilen und hat es dann wieder, aber sie mussten sich dafür entschuldigen. Das muss man sich mal überlegen. Also das, egal. Also nach GTA San Andreas war dann lange Zeit Ruhe. 4 Jahre, um genau zu sein. Genau, und dann kam 2008, lange sehnlichst erwartet von allen Leuten auf der Xbox. Auf der neuen Generation damals. Genau, auf der neuen Generation. Deswegen auch grafisch über alle Maßen verbessert. Genau. Also im Vergleich zu den alten Versionen. GTA 4, wieder in Liberty City. Wieder in Liberty City, genau. Diesmal einfach mal nicht, wir bauen den Charme von New York nach. Nein, wir bauen New York nach. New York wir bauen einfach New York nach. Nennen es nur Liberty City. Du hast die Freiheitsstatue, du hast alles. Ja. Also du hast den Times Square, der hieß halt bloß anders. Du hast jeden markanten Punkt in New York. Ja. Hattest du. Du hattest 5 Stadtteile, die Brooklyn, Queens, Manhattan und so nachempfunden waren. Und einen Stadtteil in New Jersey, der dann ein bisschen weit außerhalb lag, wo du dann durch den Tunnel musstest, was ja dann. Ja, stimmt. Und so weiter und so fort. Tolles Spiel. War das Spiel, das mich zum Kauf der Xbox 360 verleitet hat, weil es gab die große, große Kontroverse mit der PC-Version. Was war dann? Naja, die ganze Kopierschutzgeschichte. Du hast Securom installiert und selbst nachdem du GTA 4 deinstalliert hattest, blieb Securom auf deinem Rechner. Dann gab es diese Rockstar Social Club-Geschichte. Du musstest ein Zweitprogramm installieren, es ist im Hintergrund laufen lassen, damit du die PC-Version laufen lassen konntest. Ah, ich war bis dato, außer bei den Nintendo-Konsolen, reiner PC-Spieler, muss man dazu sagen. Ich habe nur auf dem PC gespielt, außer die Nintendo-Konsolen hatte ich, also GameCube, Wii und diese ganzen Geschichten. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, darauf habe ich keinen Bock. Darauf habe ich echt keinen Bock. Hat er dann auch sein Gutes gehabt. Richtig. Quasi. Dann habe ich mir die Xbox 360 geholt. Dann bist du heimgekommen zur Xbox 360. komm auf die dunkle Seite. Wir haben eine Xbox 360. Genau. Nein, und da habe ich mir dann extra dafür eine Konsole gekauft, nur für GTA 4. Und ich habe mir eigentlich geschworen, kein anderes Spiel. Du kaufst wirklich nur für GTA 4 die Konsole. Mittlerweile zocke ich nur noch auf der Xbox 360. Ist ja nicht realistisch, wenn man sich sowas holt. Das ist halt einfach so. Ja. Also beziehungsweise dann halt bald auf der Xbox One wahrscheinlich. Aber ja, GTA 4, mein persönliches, nicht Highlight. Also GTA, weiß ich nicht, immer noch mein. Aber GTA 4 war einfach aufgrund des grafischen. Das war grafischer Teil, die haben es dann ein bisschen wieder abgespeckt. Du konntest im Vergleich zu San Andreas zum Beispiel nicht mehr tauchen, du konntest nur noch schwimmen. Genau. Dann, du konntest viele Sachen einfach nicht mehr machen. Es gab keine Fahrräder mehr, was Richtig. Brauchst du auch nicht. Wobei, es gibt eigentlich sehr viele Fahrräder in New York. Ja, klar. Du kommst eigentlich in New York ein Auto zu haben, ist eigentlich sinnlos. Ja, ja, genau. Aber das haben sie wieder rückgängig gemacht. Dann Flugzeuge, weiß ich gar nicht. Es gab nur keine Flugzeuge. Du konntest nur in der letzten Mission, Spoiler, bist du ja in dem Flugzeug gewesen. Ja. Aber da musstest du, glaube ich, nicht steuern. Ja, Hubschrauber hattest du. Stimmt, da gab es das erste Mal Hubschrauber. Nee, Hubschrauber gab es auch schon bei San Andreas. Bei San Andreas auch? Ich glaube auch schon bei GTA Vice City gab es auch schon Hubschrauber. Klar, da hast du doch den Verkehrsübertragungs-, also von den Verkehrssendern, von den Sendern. Ja. Gab es aber keine Jets mehr. Keine Jetpacks. Keine Jetpacks hattest du mehr. Aber wie gesagt,
Freizeugtechnisch war wieder alles drin. Motorräder. Verschiedene Typen Motorräder. Ja, Chopper, und, ja genau. Da hat's alles drin, was aber nicht drin war, war halt dieses Charaktersystem. Das haben sie wieder komplett rausgenommen. Stimmt, dieses Fähigkeiten, also diese Rollenspiele. Dafür haben sie den Teil wieder ausgebaut mit den Freundinnen, weil du hattest dann ein sehr großes Freunde-Beziehungsgeflecht sozusagen in GTA Vice City. Zur Story, gab wieder eine Story, gab es ja auch Kontroverse am Anfang, dass der Held war diesmal kein Amerikaner im eigentlichen Sinne, also war es entweder nicht der coole weiße Gangster oder der coole schwarze Gangster. Nein, du warst ein Serbe namens Niko Bellic. Das ist und Haarspalterei. Du bist als Immigrant nach New York gekommen, weil dort dein Cousin Roman Bellic gesagt hat, hey Nico, I'm your cousin, American Dream, lots of titties, all the time. Ja, und dann ist er halt hingekommen, amerikanischer Traum, da mache ich mit, aber dann hat sich rausgestellt. Der wollte ja wurde er im Krieg verraten. Er hat eine dunkle Vergangenheit gehabt als Kriegsveteran, den Verräter dann irgendwie finden. Und der soll angeblich nach New York oder in die USA geflüchtet sein. Und da kam man dann zu seinem Cousin, aber dann hat sich rausgestellt, sein Cousin ist gar nicht so reich und berühmt, wie er gedacht hat, sondern ist ein verschuldeter Taxiunternehmer. Und so ist er wieder in diesen ganzen kriminellen Sumpf reingeraten. Hat und wieder ganz unten angefangen und wieder bis ganz es hoch ist immer ins dasselbe. Penthouse. Zum Ende raus hat er sich dann mit allen angelegt. Also er hat sich mit allen einfach angelegt. Mit der irischen Mafia, mit der russischen Mafia. Der hat auch alle einfach mal knallhart abgeknallt. Also das war halt einfach mal wirklich es war halt so ein extremer Anti-Held, wie alle Helden. Also er wollte es eigentlich nicht. Ja. Er wollte einfach eigentlich in Ruhe sein Leben leben. Neu anfangen, aber dann ging es nicht, aber er hatte ja ganz viele Leute gehabt um ihn herum, ganz viele Freunde, unter anderem seinen Cousin, wie gesagt, Brucey, einen durchgeknallten Bodybuilder. Und das war auch das erste Spiel, wo du das Handy, glaube ich, hattest. Genau, das war die große Neuerung. Du hattest quasi auch gar kein Spielmenü mehr oder so, sondern hast alles übers Handy gemacht, konntest damit auch einfach so Leute anrufen und fragen, ob du kannst auch abhängen wildfremde wolltest. Nummern anrufen. Stimmt, du kannst auch willst. Du kannst zum Beispiel, das ist das Geile, so weit geht GTA. Gerade auch die Selbstmordhotline, ne? Genau, es gab überall so Werbung. Ja, stimmt. Wo Werbung einfach. An Nummer, Bushaltestellen oder sowas. Genau, stand irgendwelche Nummern drauf, dann konntest du anrufen. Da hat sich auch wirklich jemand gemeldet. Du kannst ins Internetcafé gehen. Über 100 Internetseiten, die extra für das Spiel. Blogs, Wetter, News, Online-Dating, denn da sind wir jetzt bei dem Anfang, was ich sagen wollte. Die haben dieses ganze Beziehungsgeflecht ausgebaut, du musst es mit deinen Freunden. Du musstest nicht, aber du konntest mit deinen Freunden weggehen, du kannst einen trinken gehen, du kannst Bowling spielen. Ich habe wirklich, das muss ich auch sagen, das ist das Tolle, ich habe in GTA 4 ganze Abende damit verbracht, nicht das Spiel zu spielen, sondern mit Brucey einfach an Times Square zu gehen und mir eine Comedy-Show anzugucken. Weil der Gast, das muss man sich mal überlegen, wie viel Arbeit ich ins Spiel mache. Die haben richtige Comedians reingeholt, haben die Emotion captured. Ja. Das, wenn du das Spiel von der Sache her nicht nur auf die Story spielst, kriegst du davon gar nichts zu sehen. Ja. Aber die haben ganze Motion Capture, da haben die ganze Bühnenshows damit gemacht. Du konntest ins Stripclub gehen, du konntest bowlen gehen, Dart spielen, Billard, du konntest einfach was trinken gehen. Du konntest deine gesamte Freizeit eigentlich in diesem Spiel verbringen. Richtig. Ja, es war einfach nur krass und du hast aber doch dadurch einen Vorteil gezogen. Es war nicht einfach Mittel zum Zweck, um zu sagen, ey, guck mal, was wir alles Geiles programmiert haben, sondern wenn du eine bestimmte Beziehung zu 100% aufgebaut hast, also wenn du gesagt hast, ey, du bist immer mit dem Trinken gegangen, was auch manchmal genervt hat, du warst mitten in der Mission, dann hat dein Cousin angerufen, Rommel, Nico, it's your cousin, wanna go bowling, und ich sag, shut up, weggeklickt, so wie im richtigen Leben, ja. Aber wenn du es 100% ausgebaut hast, hast du Boni gekriegt, zum Beispiel bei Brucey hast du ganz viele, hast du irgendwie einen Stärkebonus, also hast mehr ausgehalten, weil du halt dann mit dem Bodybuilder ganz cool warst, wenn du mit deinem Cousin ganz dicke warst, hast du irgendwie Taxis immer bekommen, die dich kostenlos irgendwo hingefahren haben. Genau, du hattest Freundinnen und da haben sie draus gelernt, das ist heute Coffee-Geschichte, du konntest mit denen weggehen und dann gab es auch die Szene, ey, willst du noch mit reinkommen? Und dann hat er gesagt, sure, I wanna go in. So, aber dann haben sie einfach nur auf das Haus, wo die Freundin raufgeblendet und dann kam einfach nur ein bisschen Frauengestöhn und ein bisschen Nico, Nico und er, yeah. So, keine Ahnung. Ja. Aber das, mehr gab es da noch nicht. Es gab auch keine versteckte, kein verstecktes Minispiel oder so. Das gab es halt einfach nicht. Nee. Reicht ja aber auch so. Das war also vom Umfang her auch schon. Es war einfach wieder sehr groß, groß. Und dann gab es ja noch Add-ons dazu dann später. Genau, The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony. Dieses Jahr, und das ist auch das Geile,
von der Story her mit der Story von GTA 4 verflechtet haben. Also sie haben sich darauf schon aufgebaut. Also sie haben die Story von GTA 4 schon geschrieben, wo dann auch schon die Charaktere vorgekommen sind, die dann, also in der Hauptstory von GTA 4, die dann später in den Add-ons die tragende Rolle gespielt haben. Unter anderem die Biker Gang, The Lost von Johnny, hieß er? Weiß ich nicht mehr. Ich habe das Addon, das war das einzige von den beiden Addons, was ich gespielt habe. Ja, The Ballad of Gay Tony hast du nicht gespielt. Ballad of Gay Tony habe ich nicht gespielt. Musst du spielen, das ist das Beste. Also, das ist wirklich das GTA, wie ich es mir vorstelle, was du da alles machen konntest. Also, du konntest ja noch viel mehr. Ja, du warst, also Ballad of Gay Tony war das zweite Addon, was 2009 rauskam. Da warst du Louis, glaube ich. Warst ein Mexikaner oder so ein, also Puerto Ricaner, auf jeden Fall hispanisch. Und du warst der Türsteher und Assistent von Gay Tony, einem schwulen Nachtclubbesitzer. Ja. Und der hat sich übelst verschuldet und mit den falschen Leuten eingelassen und hast ihm die ganze der Scheiße rausgeholfen. Das war die Story. Zum Schluss auch, hast ihn wirklich vor dem Tod bewahrt und mit ihm dann zusammen, mit dem, ey Tony, komm, wir fangen wieder ganz von vorne an, du hast alles verloren, ey, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, total cool. Weil der hatte auch gar kein Problem damit, mit dieser ganzen Schwulenfeindlichkeit, weil sein Boss hat die ganze Zeit immer alles abgekriegt, weil er ist eine Schwuchtel, ja, Faggot und so weiter und so fort. Was auch sehr viel, da haben sie auch sehr viel Lob gekriegt, Rockstar, dass sie diesen Schritt gemacht haben, dass sie diesen Punkt in GTA eingebaut haben. Also dieses Thema zum Hauptthema der Story gemacht haben. Also Schwulenfeindlichkeit gegenüber in der USA generell. Aber wie gesagt, das Beste war an diesem Addon, weil es alles erweitert hat. Du konntest Türsteher sein, du konntest Club, du konntest in den Club gehen, dort tanzen und wenn du mit dem Mädel gut getanzt hast, hast du auf der Toilette dort eine schnelle Nummer geschoben. Ich glaube, ich muss das auch nochmal holen. Du konntest Basejumpen, was ja das Ding war. Du hast von hohen Gebäuden, konntest du Basejumpen machen. Ja. Du hast immer einen Fallschirm dabei, wenn du also aus einem Helikopter gesprungen bist, hast du einfach einen Fallschirm aufgemacht und dann bist du halt cool rausgesegelt. Was konntest du noch machen? Du konntest Trinkspiele machen in der Disco, Arm drücken und solche Geschichten. Nee, das war bei Lost in Damned, war Arm drücken, aber du kannst so viel machen. Ja. Und das war das beste GTA, finde ich. Also, das, so wie GTA 4 am Anfang hätte sein können, das haben sie mit Ballad of Gay Tony einfach. Du hast deine Mama besucht. Das war so geil. Was du hast deine Mama besucht. Und mit der, die hast du sogar ein paar Missionen gemacht für deine Mama. Also, so. Mach so, man so. Halt mal so ein paar Missionen für die Mama, ne? Genau. Und das war. Es war super. Es war einfach. Ja. Klasse. Wirklich richtig tolles Erlebnis. Wie gesagt, mein politischer Lieblingsteil ist immer noch Vice City, aber GTA 4 kommt gleich danach. Auch von der grafischen, weil ja, klar. Also die ikonische Mission hatte das meines Erachtens nach noch viel mehr. Der Banküberfall, wo du dir erst einen Anzug besorgen musstest, weil du aussehen musstest wie so ein Business-Typ und dann hast du die Heat, wer den Film Heat gesehen hat, 1:1 Kopie davon. Also du bist halt in Anzügen und solchen Taschen da rein in die Bank und hast halt alles ausgeräumt. Wo übrigens Louis, der Hauptcharakter aus Ballad of Gay Tony, drin war als Geisel. Oha. Ja, genau. Der war Geisel von in dem Banküberfall bei Haupt Teil bei GTA 4. Du hattest die Sache in dem Hotel, wo du ins Hotel rein bist und bis aufs Dach dich hochgekämpft hattest. Wie gesagt, du hast zum Schluss in dem Flugzeug diese ganze Geschichte gehabt. Ja. Es waren solche tollen auf jeden Fall. Momente in GTA 4. Also da hat eine richtig gute Geschichte und viele Erinnerungen, die an der GTA-Reihe hängen. Generell den ganzen Blödsinn, den du halt da drin gemacht hast. Ja, genau. Du konntest dich austoben. Das war halt so richtig und Sandbox. Richtig, also kein anderes, es ist der Platzhirsch. Also es gab immer Spiele, die das sehr gut gemacht haben. Saints Row, die Saints Row-Reihe. Saints Row habe ich auch mal gerade gespielt. Sehr gut kopiert, aber der Platzhirsch bleibt immer noch GTA. Das wird jetzt auch mit dem fünften Teil nicht anders werden. Ja. Der ja mal richtig geil wird, du steuerst drei Hauptcharaktere. Drei Charaktere, zwischen denen du dann jederzeit und in den Missionen auch zu bestimmten Punkten kannst du dann wechseln und die Missionen aus dem anderen Blickpunkt sehen. Du kannst noch mehr Sachen machen. Du hast wieder bist wieder in San Andreas. Los Santos. Los Santos meine ich, genau. War aber auch in San Andreas mit drin, ne? Los Santos. Genau, Los Santos ist die Stadt innerhalb von San Andreas. Was Los Angeles widerspiegelt. Das übrigens doppelt oder dreimal so groß ist wie GTA 4. Und GTA 4 war schon riesig. Los Santos ist dreimal so groß wie... Und dann gibt's aber noch ringsrum Berge, Wälder, Seen... Es gibt ein tolles... Wüsten? Genau. Es gibt ein tolles Bild, wo die Karte von GTA 4 in die Karte von GTA San Andreas, GTA 5 reingepackt wurde. Ja. Und das ist einfach mal das Dreifache oder so. Also ich kann nur sagen, ich bin und in toller Grafik. Heiß. Also es ist die verbesserte Rage Engine, die schon bei GTA 4 und Red Dead Redemption zum Einsatz kam.
Es ist nicht so geil, wie sie es in den Trailern angekündigt haben, aber ist es ja nie, aber trotzdem noch richtig geil. Es ist einfach richtig toll, es sieht richtig geil aus. Und ich sag mal, in nicht mal einem Monat, wenn ihr das hier seht, ist es soweit. Dann seht ihr das hier bei uns. Dann seht ihr das auch, genau, in genau einem Monat. Ich glaube sogar fast in genau einem Monat. In 4 Wochen sehen wir uns hier, nee, Quatsch. Nicht in 4 Wochen. Nicht in 4 Wochen, aber in 4 Wochen und ein paar Tagen. An dem ersten Samstag... Nachdem es rausgekommen ist, da sehen wir uns hier auf dem Channel und dann spielen wir GTA 5 mit euch zusammen. Richtig. Und dann das wird richtig gut. Das wird richtig groß. Wir sind echt gespannt, weil ich habe viele Gameplay-Trailer gesehen, wo einfach mal richtig viel drin war, was alles geht. Allein und das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, ist mir gerade aufgefallen, der Multiplayer. Stimmt, der Multiplayer. Den gab's ab GTA 4 genau, offiziell. Genau, bei San Andreas gab es die Mod Multitheft Auto. Ja. Da haben sie es so versucht gehabt, da gab es auch bei der Konsolenversion einen Zweispielermodus fest eingebaut, wo du dich aber in demselben Bildausschnitt immer aufhalten musstest. Das heißt, du kannst nicht wie jetzt bei GTA, du bist an der einen Ecke der Karte und jetzt an der anderen. Gab es ganz viele Modi, GTA 4, toll. GTA 4 hat bei Deathmatch und diese klassischen Spielmodi. Cops gegen Gangster und du kannst Missionen im Koop sozusagen machen, aber bei GTA 5 Ich will mir gar nicht ausmalen. Wenn man schon im Spiel mit 3 Charakteren da rumrennen kann und die jederzeit wechseln und die gehen eigenen Tagesabläufe. Genau, die machen quasi ihren eigenen Scheiß und du wechselst zu denen und guckst, was die gerade machen und übernimmst dann. Es wird so das toll. Wird im Multiplayer auch eine große Sache. Vielleicht machen wir mal ein großes Multiplayer-Special. Dass wir uns einfach mal zu zweit in den Multiplayer reinstürzen. Das wäre eine gute, das wäre auf jeden Fall eine Sache. Mal nicht so einen Kampf trinken, sondern mal so ein Let's Play Together, wie es. Genau. Channels heißt, von der Sache. Vielleicht gibt es ja die große GTA 5 Coverage hier bei uns. Auf jeden Fall. Channel. Das solltet ihr nicht verpassen. Und jetzt müssen wir aufhören, mein Bier ist an, nehme ich alle. Scheiße, ich habe noch was. Bisschen zu lange geladen. Nee, wir machen jetzt, wir haben auch schon lange, ne? Es ist schon fast eine Stunde. Wir haben schon fast eine Stunde. Wir haben schon fast eine Stunde. Haben wir ein bisschen übertrieben. Das ist egal, aber es gab so, wir könnten ja noch stundenlang erzählen. Wir könnten noch Schreibt in die Kommentare, was eure Sachen sind, was eure Erfahrungen mit der GTA-Reihe sind, eure Magic Moments meinetwegen auch. Genau, worauf ihr euch am meisten freut bei GTA 5 zum Beispiel, was wir unbedingt machen sollen, wenn ihr sagt, hier, das müsst ihr dann unbedingt Wir wollen euch sehen, wie er das macht. Genau. Gut spielt vielleicht mal zur Abwechslung. Nee, das machen wir nicht. Gut. Also dann, liebe Freunde. Genau, bleibt uns treu. Viel Spaß im Internet. Ansonsten liken, subscriben. Und abonnieren. Ach ja, hast du gesagt. Liken, subscriben und kommentieren, wie gesagt, haben wir schon gesagt. Genau. Bleibt uns treu, freut euch auf die nächste Wundertüte und auf die nächsten Videos hier bei uns auf dem Channel. Bis dahin, macht's gut und hast du noch ein schönes Abschlusszitat? Werden nicht viele von euch noch kennen, aber wer GTA 2 gespielt hat. And remember, respect is everything.